Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Irgendwas ist hier. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Hä? Ja, endlich. endlich. Ich glaube, ich vertraue Ihnen mittlerweile genug, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten. Meine alten Raider-Kumpels haben ein Versteck mit Schätzen zurückgelassen, als sie verschwanden. Das Problem daran, es ist verschlossen und ich komme nicht rein. Das zweite Problem, niemand hat den anderen genug vertraut, um irgendjemanden den vollständigen Zugang zum Schatz zu gewähren. Also haben sie den Schlüssel aufgeteilt. Jeder Anführer hatte ein Holoband mit seinem persönlichen Passwort. Finden Sie alle, dann kann ich sie kombinieren und den Hauptschlüssel anfertigen. Eigentlich ist das alles viel komplizierter, aber das würden Sie nicht verstehen. Danach haben wir Zugang zu den ganzen wundervollen Schätzen. Wahrscheinlich gebe ich Ihnen sogar einen gerechten Anteil der Beute. Versprochen. Schauen Sie zuerst im Blackwater-Bergwerk nach. Dort haben wir zuletzt von Freddy Lang gehört, der Anführerin der Blackwater-Banditen. Sie hatte da bestimmt ein Terminal. Könnte einen Blick wert sein. Ich glaube, einen Teil des Codes hatten wir schon mal gefunden. Also gut. Ich weiß nicht, was hier oben rumlungert, das mich angreifen möchte. Vielleicht draußen. Vielleicht guckt mich draußen irgendwas an. Weiß es nicht. Ich bin extra rausgegangen und habe die Zecken umgebracht. Ja, hier bin ich versteckt. Naja, egal. Wir gehen auf jeden Fall zum Bergwerk, aber allerdings werde ich vorher eine Sache noch testen. Und zwar haben wir ein Schießschwert bekommen, das uns eine Stärke gibt. Ja. Wie viel Gewicht hast du? 3,6. Wir würden also, wenn wir das hier anlegen, Gewicht von 1,4 haben. Also plus 1,4 Gewicht können wir dann tragen. Das ist nicht wirklich viel. Aber das Ding ist echt gut. Deswegen werde ich es behalten. Und ich werde versuchen, das Gewicht zu verringern. Wenn wir das Gewicht nämlich verringern könnten, dann können wir mit diesem plus 5 Stärke, die wir, plus 5 Tragekapazität, die wir hier kriegen, schon ordentlich was reißen. Es kann uns schon mal den Arsch retten. Kann ich von hier aus reisen? So. Ah, cool. Es funktioniert. Das ist der Plan. Es waren wirklich die Zecken, die hinter mir her waren, die verhindert haben, dass Rose mir quasi die Quest gegeben hat. Und ich habe eine Sache vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ich will ehrlich sein, dass ich sie nur benutzen will, um meine Ziele zu erreichen. Das haben wir schon hinter uns. Vielleicht fange ich sogar an, sie zu mögen. Damit sie nicht denken, dass ihre Freundin Rose sich nachsichtig zeigt, lassen Sie mich Ihnen eine Sache sagen. Falls Sie jemals auf die Idee kommen sollten, mich zu hintergehen, weide ich sie mit dieser Säge hier aus und hänge ihre Gedärme wie Lametta auf. Ist nichts Persönliches. Hört sich gut an. Okay, wir haben jetzt eine schöne Nahkampfwaffe, die auch Schaden macht. Das gefällt mir. Wir haben eine Menge Sprengköder, die wir gleich auf jeden Fall verkaufen werden. Wenn wir das nächste Mal irgendwie mal, wo wir vorbeikommen. Und wir müssen da in die Richtung, ne? Ja. Sieht aus, als hätten das Raider gemacht. Pumpgun. Kampfgewehr. Ja, viele Waffen haben wir nicht mehr am Start. Wir haben natürlich nur noch das Nötigste dabei. Damit wir halt viel, 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 viel Gewicht sparen. Ich habe gerade etwas gehört. Das hat mir nicht gefallen. Ah, ziehen wir uns ein paar Karotten rein. Du bist auch schon fast am Vergammeln. Passt schon. Wir nehmen einfach alles mit, was am Vergammeln ist. Ich höre hier doch Geräusche. War hier der Skilift?
So wie ich aber. Nee, oder? Ich sehe dich. Treff dich aber nicht. Hä? Hey. Bin ich jetzt unfähig, die Viecher zu treffen? Ich wollte schon sagen. Lassen wir den Rest halt am Leben. Ich sehe dich. Treff die Bengel nicht. So, einmal zu dem Bergwerk. Ich habe mich immer noch nicht gesehen. Aber ich höre sie hier überall. Ah. Ja, die sind voll getarnt. Die sehen aus wie die Steine. Der leuchtende. Wir verstecken uns mal ganz kurz, bis das Vorsicht verschwindet. Und dann snipern wir sie halt von hier oben ab. Okay, easy. Oh Gott, ich bin rausgekommen. Bin glücklich. So, wo ist der Rest von euch? Okay, wir müssen. Oh, wir können von hier aus dahin. Es bleibt doch nicht an allen Ecken und Kanten hängen. Was ist denn los mit dir? Wir können hier rauf. War schon mal sehr praktisch. Vorsicht. Aha! War ein Loch. Oh, das hätte böse ausgehen können. Wettergranate. Alu-Zeugs gedüngt. Hundefutter nehme ich mit. So. Ansonsten ist hier nichts Nützliches. Und ja, ich habe irgendwo in dem Video Kleber übersehen. Mir ist jetzt dieser Kommentar wieder aufgefallen. Es ist nicht so wild, wenn man einmal Kleber übersieht. Passiert halt. Also ich kann jetzt nicht alles mitnehmen. Weil ich ja auch nicht alles immer sofort sehen kann. Ich bin auch nur ein Mensch, Leute. Manchmal. Nicht immer. Ah, Kram. Okay, so, wir müssen da in die Richtung. Oh, hier wird irgendwo geschossen. Habe ich eigentlich schon genug Schrauben? Oh, da läuft jemand. So. Oh, ich kriege eine Schraube sogar. Tatsächlich. Ja, stimmt. Wir haben ja einen Ventilator gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt genug Schrauben haben, um das nächste Teil zu bauen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel wir haben. So. Baggerrüstung. Also eine Sache können wir jetzt bauen. Okay. Wir brauchen den linken Arm oder das linke. Nee, das rechte Bein. Rechten Arm oder rechtes Bein. Ich glaube, um das Gesamtbild unseres Oberkörpers mal zu verbessern, werden wir den rechten Arm basteln. Ja, 9 Schrauben und dann haben wir alles komplett, ne? Sehr schön. Hätte ich beim Händler Schrauben kaufen können,
hätten wir es jetzt schon geschafft. Aber naja. Ja, es wird Zeit, dass wir unser Geld mal langsam ausgeben. Wir haben echt da ein bisschen zu viel von. Ich höre eine Maschine. Diese Maschine hat anscheinend ein paar Leuchten umgebracht. Okay, der ist lieb. Gib mir Ventilatoren. Ja, gut. Oder auch nicht. Redex. Ah, Redex kann man immer mitnehmen. Seien Sie gegrüßt. Erkennungsfehler. Das System ist zurzeit außer Betrieb. Autorisierung kann erst nach Abschluss. Ja. Autorisierung verweigert. Das ist mir doch egal. So. Oh, das hier direkt ums Eck. Ich wette, hier sind überall Ventilatoren. Ich meine, du brauchst ja wohl irgendwie ein bisschen Luftzug hier unten. Hundertprozentig. Auf dem Klo ist auf jeden Fall kein Ventilator. Ja, vor was soll ich mich denn vorsehen? Hier ist auch nichts. Was ist Köderkraut? Ja gut. Wollen wir mal schauen. Nichts von hier löschen, Freddy. Freddy, Langsaufzeichnung. Hilfe! Gebt nicht auf. Wäre, aber ich habe sie wieder durch den Sucher beobachtet und gesehen, dass sie im Bergwerk sind. Können Sie mich noch hören? Ach, egal. Sie können ja sowieso nicht antworten. Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Blackwater-Banditen 96 komplett aus den Augen verloren. Freddy bot keinen schönen Anblick, als wir sie das letzte Mal sahen. Sie war nicht mehr so fröhlich und lebhaft, ziemlich krank. Ihre Haare sahen schrecklich aus. Irgendwas ist in diesem Bergwerksversteck passiert. Ich weiß nicht genau was, aber wenn Sie es herauskriegen können, finden Sie bestimmt auch dieses Schlüsselteil. Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn ich Sie aus der Höhle kriechen sehe. Okay. Gebt nicht auf, immer schwieriger. Klar zu denken, Haut leuchtet, mir ist schlecht. Hab es versucht. Oder fescht. Hab es fescht. Versteckt? Keine Ahnung. Fühlt sich gut an, im Bergwerk zu sein. Wärmer, in der Nähe der Strahlung, werde da schlafen, auf was auch immer warten. Ja, in der Nähe von Strahlung zu schlafen ist immer eine gute Idee. Strahlungsleck. Jetzt Eigentum der Blackwater-Banditen. Dieses Arschloch, ich habe allen gesagt, nicht an den Maschinen im Bergwerk rumfummeln. Wir wissen nicht, welche Funktion sie hatten. Und das Letzte, was wir jetzt brauchten oder brauchen, ist, dass unser neues Zuhause einstürzt. Und was passiert? Rob hat alles gebeichtet, nachdem ich ihm mit Kastration gedroht habe. Er musste sich einfach betrinken und mit dieser blöden Maschine rumspielen. Und was macht das Ding? Es lässt überall Strahlung austreten und er bastelt schon heimlich seit Monaten daran rum. Er hat ein gigantisches Leck erzeugt und jetzt sterben seinetwegen Leute. Einige von uns sehen aus wie Leichen, die zwar immer noch zucken, aber keine Reaktion mehr zeigen. Ich versuche stark zu bleiben, ich versuche nicht aufzugeben. Okay, die Leute werden krank. Eine Menge Leute sind mittlerweile richtig krank. Das geht schon eine Zeit lang so und hört nicht auf. Mir fallen die Haare aus, die Haut pelzig. Ich kann nichts essen. Wenn ich doch nur rausfinden könnte, wer uns dieser verdammten Seuche ausgesetzt hat. Ich würde ihn mit eigenen Händen umbringen. Du hast mir gesagt, dass ich niemals aufgeben soll, Schatz. Das werde ich nicht. Ich werde es durchstehen, so wie alle anderen auch. Du wirst stolz auf mich sein.
Aber haben wir hier nicht schon die Antwort drauf bekommen? Rob. Hä? Uns gehen die Schems aus. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht nur eine schlimme Grippe oder so. Wieso lese ich das rückwärts? Hey. Wir lesen das von hier aus. Wir haben endlich das Passwort für dieses Ding. Es war Pumpernickel, so wie das Brot, ist uns in die Hände gefallen, als wir den Spind des alten Vorarbeiters aufgeräumt haben. Darin lag ein zerknüllter Zettel und darauf stand tatsächlich das Passwort. Das nenne ich mal Glück. Dieser dämliche Roboter da draußen war uns keine Hilfe. Die Jungs scheinen ihn allerdings zu mögen. Wir werden ihn daher wohl behalten. Jedenfalls gehört das Terminal nun mir und weil ich immer Anführer von diesem Banditenhaufen bin, werde ich darin meine persönlichen Tagebucheinträge festhalten. Seit ich Lucy im Krieg verloren habe, gibt es niemanden mehr, dem ich mich anvertrauen kann. Niemanden, dem ich erzählen kann, was in mir vorgeht. Nur noch das hier. Ich schwöre, wenn mir das einer dieser Idioten kaputt macht, jage ich ihm eine Kugel in den Hinterkopf. Du fehlst mir. Ich vermisse dich so sehr, Lucy. Wenn du nur wüsstest, was aus uns geworden ist. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass es vielleicht besser war, dass du vor mir gegangen bist. So musst du mich wenigstens jetzt nicht mehr miterleben. Andererseits bin ich jetzt ziemlich gut in dem, was ich mache. Es ist erschreckend, wie selbstverständlich Diebstahl für mich geworden ist und wie hart ich geworden bin. Naja, hart musste ich schon immer sein, aber das wusstest du ja. So, wie wir aufgewachsen sind und was wir alles einstecken mussten. Ich habe den Leuten meistens eine dicke Lippe oder ein blaues Auge verpasst, um mir Respekt zu verschaffen. Das habe ich wohl in mein neues Leben übernommen. Wenigstens darauf wärst du stolz. Ich bin für andere eingestanden, habe ihnen gezeigt, wo es lang geht. Ich bin ein Anführer und sie mögen mich tatsächlich. Sie wissen, dass sie es nicht mit mir aufnehmen können. Ich muss das niemandem mehr klar machen. Wenn du irgendwie auf mich herabschaust, dann musst du verstehen, dass ich das alles nur mache, um zu überleben. Bitte hasse mich nicht. Die Knallharten waren da. Margie war mit ein paar von diesen knallharten Versagern hier, um sich den neuen Ort anzuschauen. Sie meinte, sie wollte alle Schlüsselteile haben, um irgendwelche Sicherungskopien für den Fall anzufertigen, dass irgendwem irgendwas zustößt oder so. Scheiß drauf. Wir wissen alle, dass du mit dem Boss Torpe ein Problem hattest, Margie. Du kannst von Glück reden, dass du was von uns abbekommst, aber immerhin versorgst du uns ja mit Champs. Trotzdem werden wir dir nicht die Schlüssel geben, damit du dich mit unserem Zeug aus dem Staub machen kannst. Netter Versuch, aber das wird nichts. Gute Beute. Ich habe heute ein paar Reisende überfallen, die in den Bergen unterwegs waren. Hat eine Menge gute Beute und Vorräte eingebracht. Sie meinten, sie würden Waren zu einigen Überlebenden auf der anderen Seite des Gebirges transportieren. Also sollten wir uns die Siedlung bald mal anschauen. Eine von ihnen sah aus wie du. Ich habe gezögert, aber nur kurz. Sie hat um ihr Leben gebettelt, fing an zu schreien. Ich musste es tun, sonst hätte sie noch andere Leute oder was auch immer angelockt. Vielleicht hätte ich es nicht tun sollen. Diese Bergwerke sind gute Verstecke. Hier wird sowieso niemand je nach uns suchen. Und was war noch so? Ach ja, ich musste Frank erschießen. Er dachte, er könnte ein bisschen was für sich abzweigen. Jetzt gehört sein Vorrat allen und er dient als Mahnung, nicht gierig zu werden. Ich wollte schon Nahrung sagen. Kann ja auch sein. Uns gehen die Schems aus. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht nur eine schlimme Grippe oder so. Aber uns tut alles weh und wir fühlen uns schwach. Wir haben Schems gegen die Symptome genommen, aber es dauert lang, das ohne Ärzte zu bewältigen. Und langsam gehen uns die Mittel aus. Die Cutthroats haben noch Unmengen Schems, vor allem, da die Knallharten alles nach Top of the World bringen. Ich glaube, sie wären bereit, eine Kiste davon gegen die Mini-Atombomben einzutauschen, die wir diesen Typen von der stehenden Bruderschaft geklaut haben. Ich weiß, was ich gesagt habe. Keine Schems mehr. Aber das war vor langer Zeit und die Welt hat sich verändert, Liebling. Ich nehme nur das, was ich brauche, um mit diesem Kranken, um mit dieser Krankheit über den Tag zu kommen. Ja, dann werden Leute krank. Deiner Trop quasi die Roboter misshandelt, dass er Strahlung ausgeworfen hat und dann fühlte er sich plötzlich in der Nähe von Strahlung wohl. Dann wissen wir, was wir hier auf jeden Fall finden werden. Ja, ich verhungere, ich weiß. Soll ich kurz was essen? Nicht, dass ich irgendwie abkratze.
So, wir könnten uns ein Red Away reinziehen. Daraufhin ein bisschen Hundefutter, ein bisschen Mais. Das vergammelt sowieso alles vor sich hin. Eine Nuka-Cola. Oh, trinke eine Nuka-Cola. Challenge abgeschlossen. Was für eine Challenge. So. Muss aber noch ein bisschen was essen, ne? Den würde ich gerne behalten. Honig würde ich ungern essen. Ich brauche mehr Essen. Wasser ist ja kein Problem. Ich habe noch Fleisch vom Mischlingshund, aber das bringt mir nichts. Safeberry Steak. Ja, cool. Skill-Kaugummi, warum auch immer. Ja, ich habe natürlich eine Menge verdorbenes Fleisch hier noch. Aber gut, das machen wir eh zu Dünger. So, ach, wir wollten noch weiterlesen, ne? Berichte des Vorarbeiters. Aha, ja gut, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, glaube ich. Okay, Ghule werden hier überall sein. Ah, guck mal, da ist einer von denen, der sich hier hingelegt hat. Eins. Oh, ich dachte, ich kann hier alles zum Explodieren bringen. Schade. Ich freue mich schon. Ich habe den Hebel gesehen und meine Augen leuchteten vor Freude. Doch dann kam eine Träne heraus, als er bemerkte, dass es nicht funktioniert. Fusionszelle. Fallensteller Brustteil, Silbermedaillon, technische Daten, Fokusgeld, komm, nehme ich alles mit. Und den Aluminiumkanister definitiv auch. Ja gut. Rest ist unwichtig. So, ich würde sagen, wir werden hier einmal die Folge beenden und dann sehen wir uns morgen wieder. Falls nicht wieder ein Update kommt, sodass ich nicht aufnehmen kann, so wie am Montag. Schön, ich habe ja momentan Spätschicht. Wenn am Morgen dann ein Update kommt, beziehungsweise eine Aktualisierung von Fallout und die Server runtergefahren werden, ist natürlich kacke, ne? Oh! Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!